Hallo und herzlich willkommen zu meiner Ankündigung. Ich bin Masuf und heute möchte ich euch was mitteilen. Und was werdet ihr euch fragen? Gut, erstmal muss ich wieder meine Maus finden. Da ist sie. Sehr schön. Es geht um Soulforge, was ich hier auch sehr schön hinschreibe. Und es geht um, bin ich ganz so schnell. Ha? Tada! Infinity Wars. Genau. Und zwar werde ich es jetzt einfach mal freischnauze raussagen. Ich werde diese Spiele nicht mehr spielen, nicht mehr Let's Playen, nichts. Möchte sie einfach vergessen aus meinen Gedanken. Wieso? Na, weil diese Spiele mich nur noch annerven. Heute war ein sehr demoralisierender Tag. Ich habe nur Scheiße gezogen, nur verloren, nur scheiß Rewards bekommen. In meinen Augen ist es einfach nur schlecht alles. Schlechte Pay-to-Play. Pay-to-Win ist das. Wie ein Free-to-Play fast immer ist, ein Pay-to-Win. Und das rum töte ich sie jetzt. Ja, stirbt! Stirbt, ihr Hunde! Stirbt, ihr verdammten Spiele! Und geht mir aus meinen verdammten Gedanken raus! Ja? Das ist es. Das hier ist mein Schwert und ich schlage damit um mich. Mein Katana oder Breitschwert oder was auch immer. Spiele, nehmt es nicht so schwer, ihr Zuschauer. Ich tue nur diese Spiele töten, nur im Gedanken. Weg, weg, weg! Raus aus meinen Gedanken, raus aus allem! Möchte euch nicht mehr sehen für ein Jahr oder sonst wie lange. Genau, ich schließe nicht aus, dass ich mal wieder anfange und schaue, ob es sich verbessert hat. Wenn sie mal aus der Beta oder so raus sind, aber ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, richtige Beta- und Alpha-Spiele oder sonst was zu spielen. Ich möchte vollständige, fertige Spiele spielen. Die Spaß machen, die fertig sind, die eine Geschichte vielleicht haben und. Es reicht mir das eine Multiplayer-Spiel erstmal. Auch wenn ich dann kein Kartenspiel mehr im Moment für eine Weile spiele. Jetzt habe ich eine Weile Kartenspiele gespielt, das muss reichen. Ich habe euch gezeigt, wie diese laufen, wie gut die Spiele sind. Gameplay-mäßig gibt es eigentlich gar nichts groß zu sagen. Es sind einfach gute Kartenspiele meiner Meinung nach, aber das System ist für mich einfach unmöglich. Ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Path of Exile habe ich angefangen, das werde ich mal spielen. Das ist kein Pay-to-Win, das weiß ich mittlerweile, also weiß ich. Noch ist es keins jedenfalls. Du kannst es spielen, wie du willst, und es wird auch kein Pay-to-Play sein und so weiter und so fort. Darüber bin ich erstmal froh. Aber das hier, diese Spiele sind es. Dieses Soulbounding Cards von Infinity Wars waren eine reine Verarsche. Du hast da nichts bekommen außer Cummins, fast nur Cummins. Unglaublich, oder? Und das, obwohl die ja schon fast nur zum Spielen benutzt werden können, diese Karten. Und trotzdem tun die einen so damit... Oh, das ist... gar nicht in Worte zu fassen. Ich bring mich auf, ich weiß. Aber zu Recht. Und darum beende ich das. Vielleicht schaffe ich es in Zukunft dann, ich weiß nicht, durch was ich es ersetzen werde, aber so Wonderful 101 ist zum Beispiel ein heißer Kandidat. Das wollte ich schon immer mal. Wollte ich die ganze Zeit Let's Playen, habe ich die ganze Zeit jetzt nicht gespielt, wollte ich aber. Mache ich dann wahrscheinlich sogar. Und vielleicht online ein anderes Spiel noch. Ja. Aber nicht mehr diese beiden. Nein, nein, nein. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und ich werde auch nicht mehr. So, allerdings habe ich schon ein paar geuploadet und bis zum 31. Oktober gibt es Soulforge und bis zum, ich glaube, 26. November, ich bin aber nicht ganz sicher, kann auch schon früher sein, gibt es dann Infinity Wars noch. Dann könnt ihr ja sehen, wie gut es wäre, wenn bei den Spielen geht. Spaß haben die ja trotzdem gemacht, aber nicht mehr jetzt, jetzt will ich nicht mehr. Vielen Dank jedenfalls fürs Zugucken von den zwei Projekten und ich hoffe, ihr begleitet mich bei meinen anderen Projekten ebenfalls. Bis dahin wünsche ich alles Gute, viel Spaß und regt euch bitte nicht so auf wie ich. Ciao!